So, Snow-Go damit auch geschafft. Padam. Hang-Aid, was wird das nochmal? Ja, da zeigt er mir ja nur 1,20 für Saphir an. Aber das bringt mir ja nichts. Ich muss ja die Goldzeit wissen. Ich weiß da so ungefähr, ja. Also unter einer Minute bestimmt wieder. Bin ja schon durch. Siebenundfünfzig, 59. Gold. So, The Pits, was war das? Was war das nochmal für ein Level? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. The Pits, Das war so ein Level wie das erste, ne? Oder sehe ich das falsch? Ne, sehe ich richtig. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, rechts oder links? Oh, links war 2 Sekunden. Okay, hier ist auch 1 Sekunde, aber. Wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich mal links lang laufen. Könnte knapp werden, glaube ich, oder weiß ich nicht. Oh, tatsächlich! Padam! Nice. Das gefällt mir. So könnte es jetzt die ganze Zeit weitergehen. First try. Zumindest in der nächsten Welt könnte es auch noch ein bisschen besser laufen. Wenn es dann nachher ein bisschen schwerer wird, man 2, 3 Versuche braucht und nicht gleich 50, 60, 70, 80. Aber mit dem habe ich ja jetzt gleich schon 5. Ist auch schon mal die erste Trophäe. Ja, die Platin ist auch nicht mehr so weit, ne? Muss man ja mal so sagen. So weit ist sie gar nicht mehr entfernt.
Man darf natürlich auf keine Mine laufen. Ja, wow. Ich bin hochgesprungen. Schwindelbude. Aber richtig. Mein Auge hat sowieso gejuckt, aber ich war kurz vor Ende jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Weil ich glaube, dass ich kurz vor Ende war. Muss ja, oder? Ach komm, ey. Ich bin hochgesprungen, schon wieder die gleiche Scheißstelle. Und selbe Stelle. Nice. Ich liebe dieses Scheißspiel. Ah. Vielleicht auch mal nicht in der Mine. Wäre schon mal ziemlich gut. Oh, er hat's angenommen, dass er rüberspringen soll und nicht gegen. Das ist cool. Mein Auge, ne? Warum juckt das so gerade? Oder was heißt juckt, aber es kitzelt so ekelhaft. Nein. Oh mein Gott. Und es reicht. Gut, jetzt habe ich noch mal was nachgeguckt gehabt. Jetzt sehen wir die Animation von dem Relikt nicht. Egal. Ja, ich könnte theoretisch. Wobei, wäre das schlau, über hier reinzugehen? Ich glaube sogar nicht. Ich muss aber auf jeden Fall die beiden machen. Ich glaube, wir machen. Ich kann hier nicht laufen. Ich wollte schon wieder sprinten drücken. 1,21 für Saphir. Man kann immer sagen, wenn Saphir so 1,20 ist, ist Gold so. Ja, auch so bei rund einer Minute muss das ja irgendwo sein. Kann ja nicht anders. Wahrscheinlich plus minus 5 Sekunden mal so. Je nach Level. War so ungefähr, meine ich halt, ne? Was sollte eigentlich ziemlich leicht sein? Vor allem, weil es das erste Level halt so gesehen ist. Von denen, was ich auch gemacht habe. Und es war auch leichter, fand ich. Gut. Das war lächerlich. Gut, ich musste hier nicht zurücklaufen, ne? Sonst wäre das andere, glaube ich, auch sehr, sehr leicht gewesen. Hätte ich da nicht. Ja, das gemacht, was ich da gemacht habe. Also irgendwie macht er gerade nicht das, was er soll.
Erst stürzt er sich da in den Abgrund und dann stirbt er an der Maus oder was auch immer das sein soll, Ratte, irgend sowas in der Art. Jetzt springt er da nicht mal rüber, auch wenn ich sprinte nicht. Das ist doch lächerlich, Mann. Der Controller noch leer? Weil er nicht gerutscht ist, Mann. Ich hasse diese Teile, was soll denn das überhaupt sein, Mann? Dass man die nur wegrutschen kann, ist scheiße. Ich will doch laufen und nicht die Gegner da besiegen. Meine Güte, die Hitbox, ey. Ich war doch ganz klar drüber. Was soll ich denn machen? Alter, das war knapp. Ich habe die Sekunde nicht bekommen, aber ist mir jetzt egal. Ist halt trotzdem Gold, okay. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Crash Bandicoot Insane Trilogie Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.